Jo, hallo und herzlich willkommen zum Winter Duel. Genau, perfekt kommt's. Dem neuen Spielmodus oder auch Legende des Poco-Königs genannt, glaube ich. Aber das ist ja hier auf AP empfohlen. Wer Tristan auf AP spielt, hat keine Seele. Ohne Spaß. Ich nehme keine Heiltränke mit, das ist für Noobs. Und ja, ganz geil, dann darf ich mir das selbst raussuchen, was ich mir kaufen muss. Aber naja, werde ich schon hinbekommen. Jo, wir spielen den neuen Modus, wie gesagt. Auf der Position finde ich ihn jetzt nicht so geil. Na, scheiße, mein Poro hat nicht getroffen. Ah, dämliche Wayne. Dämlicher Wayne. Oh, der fetten Kill Cloud passt. Läuft auf jeden Fall. Und noch den Poro hinterher. Oh nein, naja, das war so klar. Ja, ich hasse Wayne so sehr. Oh. Oh. Naja. Was ist Sinn, Ziel dieses Modi? Also man bewirft sich die ganze Zeit mit Poros. Also man hat keine Summoner Space, keine normalen, sondern hat eben dieses Poro werfen. Ups, das war jetzt die falsche Taste. Lol, ich bin volle Kanne getroffen, aber okay. Das Poro werfen. Und zum König. Das zum König funktioniert nur, wenn es den König gibt. Und den König gibt es, wenn man, also wenn das gesamte Team, da oben steht es hier. Verdammt, ich glaube, ich bin tot. Ne, ganz knapp überlebt, 10 Leben. Wenn mich jetzt ein Poro trifft, bin ich down. Die machen nämlich absoluten Schaden. Am Anfang sehr wenig, aber es wird auch ein bisschen mehr. Wobei, es wird nicht sehr viel mehr. Also es sind dann später 180 oder so. Aber je länger das Spiel dauert, desto mehr Leben hat ja auch jeder, von daher. Oh, lol. Ach, Fail. Das sollte eigentlich D sein. Ich weiß auch nicht, ich drücke die ganze Zeit W statt D. Ja? Ich weiß auch nicht. Ja, das war totaler Fail gerade. Genau, also wenn 10 mal oben getroffen wurde, ja, also oben läuft ja der Counter mit, dann wird der Poro-König beschworen. Der heilt das gesamte Team und bewirft gleichzeitig das gegnerische Team mit Poros in diesem Kreis, den man noch kurz gesehen hat gerade eben. Sprich, der supportet das Team ein bisschen und fängt natürlich auch den Damage vom Tower an ab. Das heißt, man kann damit gut pushen. Also auf der Seite finde ich den Modus ja total behindert. Wer nicht mit freilaufender Kamera, frei beweglicher Kamera spielt, das ist ja mega nervig. Also du siehst sie halt rechtzeitig, aber das ist ja, wie gesagt, also wenn man so spielt, kaum machbar und nur sehr schwierig. Vor allem, die sind ja auch ziemlich schnell. Oh, ja komm, da kommen einfach drei angeflogen, ey. Da kannst du halt auch nicht... Lol. Na gut. Genau, bei zweiter Aktivierung von D, perfekt, Timo hat mich daran erinnert, da kann man zu dem, den man, falls man getroffen hat natürlich nur, zu dem dahin springen und dann, jo. Genau, springt mal zu dem und jo, kann halt angreifen, das ist halt im Endeffekt wie Trash Lantern so ein bisschen. Jo, genau. So, und da sieht man jetzt, der heilt uns und wirft alle paar Sekunden auch diese Poros. Also mit den Poros heilt er uns im Endeffekt. Das ist sein Schaden und gleichzeitig sein Heilungsskill. Genau. Jo, jetzt ist der König sogar schon tot. Aber das soll... Oh, verdammt. Soll uns ja nicht großartig stören hier. Ja, wobei doch eigentlich schon. Wie steht's denn? Hat er mich getroffen? Nicht, ne? Ja gut, jetzt haben die wieder 6 Stück und wir haben gar keinen getroffen für den nächsten König. Muss halt einfach ausweichen, weil so groß ist die Linie gar nicht. Die ist eigentlich ziemlich gering, also es ist im Endeffekt wie Schneeball werfen halt. Halt nur Poro werfen. Okay, der Kerl weicht einfach nicht aus. Hat sich 2 abbekommen. GG. Der Timo ist irgendwie geistig behindert oder so. Oh, verdammt. Der springt nämlich immer rein und stirbt jedes Mal. Weil er immer gefiert wird und dann kriegt er den Damage rein. Ja, er springt ja auch immer in 5 Leute rein. Das verstehe ich nicht so ganz, was er damit bezwecken will. Was wollte ich denn jetzt kaufen? Ach, das ist hier ja nicht. Ach, ich finde es so behindert, dass es hier auf. Dass die hier auf AP empfohlen wird, das finde ich total behindert, ja. Ich meine, das ist der Vorzeige AD Carry. Ich meine, klar kann man sie auf AP spielen, aber ganz ehrlich, macht halt nicht so viel Bock. AP Tristana wie AD, finde ich. Ganz ehrlich nicht.
So, einfach mal blindshotten. Na gut. Ah, stimmt. Riven hat ja mit dem E einen guten Dodge. Das ist natürlich perfekt für den Modus. Ah, mein W-Skill für jeden einzelnen Pokémon zu benutzen. Oh, das war auch knapp. Das wäre schon ziemlicher Waste. Ein ziemlich krasser Waste. Lol. Jetzt geht auch Riven so krass rein. Ich check's echt nicht. Was bezwecken die damit? Ich meine, WTF. Das kapiere ich echt nicht. Oh, lol. Verdammt. Ja, damn it. Das war nicht so gut. Ja, kannst du halt nichts machen. Dämlicher Azir. Dämlicher Ari. Der Name vom Azir. Vova muted you. What the fuck? Ich gehe mal davon aus, dass der eben Vova sein sollte. Ja, aber, naja, wer weiß. Manchmal haben die Leute einfach seltsame Namen. Beziehungsweise einfach nur behinderte Namen. Also, es ist ja nicht mein Name. Ich meine, im Endeffekt einfach nur eine Aussage. So, kommt der Poro von ganz hinten und der hat getroffen. Nice. Weiß eigentlich gar nichts bringt, die Poros zu werfen, wenn wir eh schon den König haben. Oder doch stackt sich das dann danach? Das weiß ich persönlich noch gar nicht. Also, so oft habe ich den Modus jetzt nicht gespielt. Ich habe den nur jetzt 3 oder 4 Mal gespielt. Deswegen kann ich das noch gar nicht so genau sagen. Schön ist natürlich, dass der eine immer halt. Oh. Wegen den ganzen Timo-Pilzen und so. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Und man kann jetzt super gut mit dem pushen. Weil der fängt ja den ganzen Damage vom Turret ab. Und die Leute können, wie man es gerade gesehen hat, dann auch dazu dem springen. Und jo, jetzt haben wir einfach mal 2 Tower mit dem König gemacht. GG. Auf jeden Fall not bad. Not bad, ja. Kann man was mit anfangen. Müssen wir natürlich noch finishen, aber ja, easy peasy. Und es deckt sich, glaube ich, nicht, weil wir haben jetzt einen und ich habe safe eingetroffen und ich, ja, oder das komplette, oder die anderen haben alle gar nichts geworfen, aber kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Also, dass sie gar nichts geworfen haben. Man macht es ja eigentlich die ganze Zeit, egal ob man den König hat oder nicht. Von daher, jo. Das die kämpfen halt gegen den. Ich meine, ach ja, komm. Die sind ja auch nicht gefollowed, ey. So oder so, selbst wenn ich da hinten stehen geblieben wäre, wenn ich gefightet hätte, wäre so oder so tot, einfach nur weil die einfach nicht gekommen sind, ja. Aber gut, so gesehen war es vielleicht sogar besser, weil sie halt gelingst den Poro-König einfach gekillt haben und wir können ihn jetzt wieder beschwören. Wir haben ja eh schon wieder 5 von 10. Genau. Jo, da gibt es auch wieder die Beschwörersymbole, wie bei dem letzten Modus mit Shurimas Aufstieg. Man muss mal halt so ein paar Herausforderungen, Errungenschaften sozusagen erhalten. Irgendwie 160 Mal, also für die eine Errungenschaft 160 Mal den Poro werfen und treffen oder irgendwie sowas in der Art. Oh lol, ich hatte noch das Blech. Wieso ist die nicht gestorben? Das kann aber nicht wahr sein. Wie wenig Schaden macht das denn bitte? Die hatte doch never ever noch so viel Leben. Boah. Da hab ich mich ja krass verschätzt, ey. Ja, richtig krass. Ich dachte, das wäre easy peasy One-Shot, aber. Okay. Ja, vielleicht doch lieber auf AP spielen, dann macht die heute nämlich One-Shot, aber. Naja. Wie gesagt, hab mich halt verschätzt. Jo, aber was ich noch sagen wollte, dann gibt es noch ein Symbol mit den Winterfreunden-Skins, also irgend so ein Winterskin, so ein spezieller jetzt halt, ob vom letzten Jahr oder von diesem Jahr, vollkommen egal, Hauptsache halt einer von den Winterskins, damit einfach ein Game zocken, also einer, der halt nur jetzt zu der Zeit erhältlich ist und sonst halt gar nicht, außer in so limitierten Geschenken, mit dem ein Game spielen und dann halt wie gesagt, das mit den Poros muss man halt einige Sachen machen und jo, na verdammt. Ponaged! Leute, Lucian. Der steht einfach neben mir und ignoriert's. Der steht einfach neben mir und ignoriert's. Ich kann mir nichts kaufen, weil ich immer so wenig Geld habe. Weil wir pushen auch ziemlich krass, muss man mal so sagen. Also so schnell ging bisher noch kein Game voran. Ich meine, wir haben schon beide Towers.
Wirst du jetzt eigentlich nur noch mal den König beschwören und alle fünf da sein, dann wäre das Game, glaube ich, schon in unserer Hand. Denke, könnt ihr mir zumindest vorstellen, weil so an sich, gut, ich spiele jetzt nicht unbedingt schlecht, aber halt, wir spielen halt zumindest von Kills her, Teamfights her, ein bisschen besser. Na, komm, wieder GG. Ich bin der Einzige, wo vorne steht. Lucian ist auch Fernkämpfer, ja. Die gehen halt immer rein, wenn ich rausgehe. Check's halt einfach nicht. Könnten ja auch mal zusammen engagen, aber die kommen halt nie mit. Immer wenn ich auf Ahri oder so drauf gehe, interessiert das einfach keinen. Oh Gott, das sind eine dämlichen Pilze. Ey. Teemo ist halt so ein Kack-Champ auf der Map. Der nervt einfach nur richtig, der nervt einfach überall. So ein richtiger Nerv-Champion. Wird man dieses Mal die Symbole auf jeden Fall holen, weil der Modus, der, soweit ich weiß, ist der noch eine ganze Weile erhältlich. Also zumindest bis Minimum Weihnachten. Und ja, sehr viel länger braucht man nicht, um sich die Belohnungen zu holen. Man muss das Spiel, ja, ich glaube, man muss 10 Spiele ungefähr spielen, dann hat man es ungefähr. Oder 10, vielleicht sogar ein bisschen wenig. 165 Mal oder 150 Mal muss man, glaube ich, so ein Pogo treffen. Oder werfen? Was, nur werfen oder treffen? Ne, ich glaube, es war treffen. Nur werfen wäre ein bisschen einfach. Ja, genau, 150 Mal. Ja, doch, das sollte ja doch relativ einfach sein. Ne? Ich meine, das ist jetzt mein viertes Spiel oder so und ich habe auch schon 20 oder 30 oder so. Also, wenn man da ein bisschen zockt und dann vielleicht auch dann tatsächlich sogar darauf spielt, einfach nur die Poros zu treffen und sonst einem das eigentlich relativ egal ist, der ob man gewinnt oder verliert, dann, kommt man da, glaube ich, schon ganz gut voran. So, wieder eingetroffen. Und zum den König. Ja, ist natürlich nicht so gut, weil der sauschnell tot ist. Easy peasy nicht. Oh, ich lebe noch, lol. Lol. War das einer von unseren oder hat der mich einfach nur nicht getroffen? Seltsamerweise. Verdammt, jetzt hat es mich mit Schneeball gekillt. Damn, damn, damn. Das hole ich mir jetzt. Ja, genau, Statikstich. Ja, ich brauche noch eine Klinge der Unendlichkeit, weil sonst wird es nichts. Ich mache überhaupt keinen Schaden so. Ja, das wird so nichts. Aber haben wir denn eigentlich den zweiten Tor? Ah, ne, haben wir nicht geschafft. Ja, gut. Ja, aber wir haben ja super Vasallen. Die. Da haben wir super Vasallen? Weil wir gar keine haben. Oder? Doch, haben wir. Hm. Komisch. Ja, sollten wir dann halt auch mal eine Wave bekommen, weil dann können wir eventuell finishen. Damn. Nein, der trifft mich safe nicht. Danke, Lucian. Danke, lass mich mich heilen. Passt schon. Lass mich mich nicht heilen. Ah, ja, mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal, ob ich sterbe, weil das Team ist halt so inkompetent einfach nur. Ja, brauchst du halt nichts sagen. Ich meine, der Timo, der bleibt einfach stehen, killt mich und die brauchen halt 100 Jahre, um mal zu verstehen, oh, der bleibt da stehen und killt unser Team mit. Oh, ach so, habe ich jetzt nicht gesehen. Da brauchst du halt echt nichts machen. Wieso habe ich mir nochmal einen Dolch gekauft? Kann mir das jemand verraten? Kann ich natürlich später noch brauchen, aber sowas eine ziemliche Money Waste. Naja, wie gesagt, ist ja vollkommen egal, wie oft man stirbt. Timo ist sogar schon 10-mal gestorben. Hat allerdings auch 10 Kills. Ja, aber ist ja egal. Wir werden das ganze Ding jetzt wahrscheinlich dann gleich finishen. Ich müsste dann halt einmal einen guten Fight hinlegen. Sprich, nicht direkt sterben. Komm, verreck einfach nur. Verreck einfach nur. Und Poro King heimlich. Oh, no! Poro King, was tust du? Er setzt aber auch stur auf die Minions. Vielleicht kannst du wieder immer wieder wiederholen. Das spielt dann einfach nur jeder für sich. Deswegen, ja. Einfach nur Game finishen, dann passt das. Was allerdings blöd ist an dem Typen, der pusht, man könnte meinen, boah, so ein riesiges Viech, das macht fick den Tower halt einfach übelst krass, da. Ja? Aber, ja, macht er leider nicht. Lol, ist die Ahri behindert oder so? Ja. Also er macht nur sau wenig Schaden im Tower. Wirklich sau wenig. So.
Dann müssen wir es jetzt dann aber bald mal finishen, weil jetzt wäre es dann echt mal Zeit, finde ich. Weil der Inhibitor spawnt gleich wieder, soweit ich das gesehen habe. Oder müsste eigentlich gleich wieder. Na, jetzt haben die den Poro-König wieder. Ist jetzt so ein ewiges Hin und Her mit dem Ding. Kann man den eigentlich? Das würde mich jetzt mal. Ja, kann man tatsächlich. Okay, also den Poro-König kann man auch mit Poros bewerfen. Tatsächlich. Hätte ich jetzt. Ja, wobei doch. Wieso nicht? Ist ja auch nur. Im Endeffekt ist es ja einfach nur ein riesiger Vasall. Blöde Ho, ey. Wenigstens hatten die nicht so viel Leben. Die hatten Froster mal. Ich denke mir schon die ganze Zeit, was geht denn eigentlich mit der ab? Spielt die auf Tank oder so? Aber, jo. Ja, gut, macht's ja tatsächlich auch. Ja, ja! Das hasse ich so sehr, wenn ich in der Luft weggekickt werde. Das hasse ich so sehr. Weißt du, ich hätte den Easy gekillt, aber nein, er hat mich halt in der Luft weggekickt. Super. Das ist halt einfach eigentlich total unrealistisch, ja, weil es ist unter mir und ich spring drüber. Ja, eigentlich total unrealistisch, aber es funktioniert trotzdem. Hat sich letztens mein Kumpel über, von mir drüber aufgeregt, als wir gezockt haben, dass man da nicht über die Ezreal-Ulti drüber springen kann. Er wollte halt tatsächlich mit Tristan, was ja eigentlich total logisch ist. Ich meine, die fliegt da und du springst drüber. Also es war eigentlich total ein behinderter Gedanke, aber es ist eigentlich logisch, ja, aber das Spiel ist halt nicht logisch. Das Spiel ist halt, ja, lol halt. Gibt halt die Hitbox und die ist halt auch in der Luft noch am Boden. Die kannst nicht drüber springen. Das ist nicht machbar. Also bei Skills, die in der Luft sind. Die treffen einfach alles. Ja, finde ich persönlich auch richtig behindert. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, richtig dumm gemacht, weil ich meine, sinnvoll, also logisch ist es überhaupt nicht. Also das kann man ja wohl gar nicht sagen. So. Oh, lol. Lol, wieso zieht das Ding noch auf mich? Was soll die Scheiße? Ja, der Tower ist jetzt ziemlich useless. Denn der ist ziemlich schnell down. Ja, danke, Wukong. Ist ja nicht so, als wärst du der Einzige, der mit fast vollem Leben. Ja, Lucian auch noch. Lucian auch noch. Bam, 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 bam. Der eine Tower ist halt fast down. Das wäre halt schon relativ nice, wenn man den markieren könnte. Ach komm, ey. Aber nö. Ist uns nicht vergönnt, dieses Game zu finishen. Wir waren halt vor 8 Minuten schon soweit. Das ist halt schon relativ traurig. Und seitdem hat der Tower 50 Schaden bekommen. Und der hier 49. Also sollten wir dann mal in die Gänge kommen. Wobei wir haben jetzt wieder super sein. Das ist natürlich... Also jetzt gleich die Fights werden es dann entscheiden. Beziehungsweise da werden wir es erst finishen können. Mit den Super-Vasallen daneben. Weil die mal wieder ultra schnell ausgelöscht waren. Where is Teemo? Ah ja, stimmt. Teemo ist AFK. Ah, oh, stimmt. Tatsächlich. Ja. Aber na gut. Ich habe oft genug selbst AFKs im Team. Also, da habe ich jetzt kein Mitleid mit den Gegnern. Das passiert mir so oft einfach nur. Letztens ja auch ein 3 gegen 5 im AWS-Z gehabt. Also, das ist totaler Witz. Jetzt habe ich aus Versehen tatsächlich das hier genommen. Das war zwar nicht mit Absicht. Das ist halt relativ... Lol, das ist halt relativ genau in dem Moment gespawnt, wo ich halt drüber gelaufen bin. Also kurz davor und ich war jetzt gerade nicht mehr in der Lage, da auszuweichen. Jo, tatsächlich ist der Kerl AFK, deswegen mal schön pushen. Vayne lebt zwar wieder, aber die Minions können wir noch easy wegholen. Und gegen Supervasallen und Fiddle und mich dürfte sie keine Chance haben. Ach komm. Ach komm, ey. Kann ja echt nicht wahr sein. Aber wir haben einen Tower geschafft. Und dem anderen tatsächlich nochmal ein bisschen, ja, diesmal sogar 40 Schaden gemacht. Da ist sogar weniger als 49. Egal. Wir haben einen Tower zerstört. Fehlt nur noch einer. So. Ja, das Problem ist halt, Fiddlesticks ist nicht wirklich der Pusher. Der war halt da jetzt gerade ziemlich useless gegen den Tower. Gegen Vayne eigentlich. Ja, wobei, er hat mir den Arsch gerettet, aber naja. Gut, jetzt so ultra hilfreich war er da jetzt auch nicht. Also wenn er sie gefeiert hätte, dann wäre es easy peasy gewesen, hat er aber nicht. Das, deswegen sage ich da jetzt mal nichts zu. Ich hoffe jetzt auch ein Frosthammer, ohne Spaß. Ich habe satt, so schnell zu sterben. Und bei Vayne scheint es ja ziemlich gut zu funktionieren. Die hat nämlich sau viel Leben einfach nur.
Dornenpanzer? Was zum Teufel bildet denn die, ey? What the fuck? Die bildet ja echt Tank. Jetzt haben wir aber GG, jetzt haben wir gewonnen. GG, easy. Ach, ich kann doch zum. Ich kann doch zum König einsetzen. Mein Gott. Warum sagt mir das denn keiner? Voll vergessen. Na klar, zum König einsetzen. Gut. Schöne nette Runde. Ich werde noch ein paar davon spielen. Mit verschiedenen Champs. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.